Grüezi, willkommen bei Meteor Mittag an dem Mittwoch, 17. Januar 2050. Im Moment ist es noch recht angenehm auf dem Dach, aber es ändert sich gleich. Morgen erleben wir den schwersten Kälteeinbruch seit Jahrzehnten. Und zwar haben wir im Moment ein Kältehoch Thomas über Skandinavien, gefüllt mit sibirischer Kaltluft. Und die Kaltluft macht sich auf dem Weg zu uns. Und zwar ist der Grund, das kleine Tief Claudia über Spanien, das verstärkt sich jetzt nämlich in den nächsten Stunden, zieht langsam ein bisschen auf uns zu. Und das gibt ein Druckgefälle. Und das pumpt jetzt die eiskalte Luft von Norden genau bis an die Schweiz her. Darum morgen dann wirklich ein richtiger Wintertag. Es ist von Anfang an stark bewölkt und nass. Es schneit und regnet. Die Schneefallgrenze ist im Norden am Anfang noch bei etwa 800 Meter. Aber dann sinkt die Schneefallgrenze von Osten her immer mehr ins Flachland ab. Spätestens am Nachmittag gibt es auch in der Westschweiz ein paar Flocken, wobei dort mengenmässig nicht viel passiert. Und generell beruhigt sich dann das Wetter im Laufe des Tages und auf den Abend reissen die Wolken von Norden her mehr und mehr auf. Es reisst morgen Abend auf, der Wind wird schwächer und das sind ideale Bedingungen für besonders tiefe Temperaturen. Wir kommen wirklich extrem tiefe Werte über. In der Deutschschweiz erwarten wir minus 17 bis minus 20 Grad. Ein bisschen weniger kalt wird es am Genfersee, im Rhonental und Tessin ist mehr oder weniger geschützt von dieser kalten Luft. Die extrem tiefen Temperaturen werden Schäden verursachen an landwirtschaftlichen Kulturen. Gerade zum Beispiel an den Feigenplantagen, die in den letzten Jahren doch immer verbreitet aufgekommen sind. Weil die Feige ist zwar grundsätzlich winterfest, aber ab etwa minus 15 Grad stirbt die Pflanze. Ein bisschen positiv kann auswirken, wenn man sehr eine alte Feige hat. Die ist ein bisschen frostbeständiger und die meisten Feigenplantagen sind relativ jung. Lagen an Seen, Hanglagen, die sind ein bisschen geschützter und eine feine Schneeschicht dient als Isolation. Und so haben wir dann doch unterschiedliche Schadenstufen, die wir erwartet. Ganz schlecht sieht es aus für das St. Galler Rheintal, Herrschaft und auch das Baselbiet. Da werden wir wohl einen Totalschaden in den Feigenkulturen haben. Ein bisschen besser sieht es aus im Seeland. Da könnte es zum Teil klappen. Und wohl glimpflicher Weg kommt Lavo und das Rhonental. Immer wenn es wieder mal kalt wird, kommen wir Rückmeldungen über von Leuten, die sagen, ja, wo ist jetzt der Klimawandel, wo ist jetzt da die Erwärmung? Und da werden eben zwei Sachen gemischt, Wetter und Klima. Der Kälteeinbruch, das ist Wetter. Man kann Wetter vergleichen wie mit der momentanen Laune von einer Person, die kann hin und her schwanken. Das Klima dagegen ist der Charakter von einer Person. Es ist eher ein aufbrausender oder eher ruhiger. Und der Charakter ändert sich auch nur langsam im Leben, während die Laune weiterhin sprunghaft bleibt. Und dass es wirklich so ist, dass es wärmer geworden ist, sieht man zum Beispiel, wenn man schaut, wie viel Anzahl Eistage das es pro Jahr gibt. Also Tage, wo die Temperatur unter 0 Grad bleibt. Und da sehen wir auf dieser Grafik, dass in der Mitte des letzten Jahrhunderts im Durchschnitt pro Winter etwa 25 Tage den Eistag gegeben, also die Temperatur unter 0 Grad geblieben ist. Und dann sind die Tage immer seltener geworden. Und in den letzten 10 Jahren haben wir gerade mal noch 6 von diesen Eistagen im Schnitt. Oder, wenn man jetzt gerade von Feigen redet, in wie vielen Jahren sind die Temperaturen unter minus 16 Grad gegangen und hätten also die Feigen geschädigt. Und man sieht Mitte letzten Jahrhundert noch sehr häufig. Darum hat man dann auch noch keine Feigen abgepflanzt. Und jetzt zum letzten Mal im 2028. Aber nicht nur wir Meteorologen stellen das fest, man merkt es in der Natur aus. In den letzten Jahren haben wir zum Beispiel immer mehr Gletscherschwund gehabt, Gletscher zum Teil ganz verschwunden, Permafrostaut oder auch die Skigebiete merken das. Wir haben immer häufiger in tieferen Lagen halt schneearme Winter, dass auch die Schneekanonen sogar nicht mehr gehen, weil es zu warm ist. Aber es hat natürlich auch positive Auswirkungen. Gerade zum Beispiel eben die Reben. Die Anbaugrenze ist jetzt nach oben gegangen und in tieferen Lagen kann man mehr Sorten anpflanzen. Aber es hat natürlich auch wieder den Nachteil, dass auch mehr wärmeliebende invasive Arten jetzt in die Schweiz kommen. Also es ist so, die Natur passt sich an und hat nicht immer zugunsten von uns Menschen. So, jetzt aber wieder zurück zum Wetter. Das erwärmt sich jetzt doch wieder. Der Freitag noch selber, der ist kalt mit Hochnebel im Norden, maximal minus 10 Grad. Bereits am Samstag aber kommt dann eine Warmfront, die bringt zuerst einmal noch Schnee und dann auf einen Sonntag Tauwetter. Und vom Sonntag an weg haben wir dann wieder das typische Winterwetter mit Regen bis etwa 1500 Meter und etwa 5 Grad am Nachmittag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. As you have just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather. But we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall, floods, storms, heat waves, droughts. We need to minimize these negative impacts, and the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. We have the power and the responsibility
to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at two levels. We need a new, robust, global climate change agreement, and we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities, and regions. Then we can arrive at a stable, climate-neutral future. Let's work together to make our societies safer and more resilient. Please join me in taking action on climate change. Thank you.